Ja, go. Ja, willkommen zu meinem WooCommerce-Vortrag. WooCommerce, mein Blick ein bisschen über den Tellerrand. Bei uns hat sich im Meetup in letzter Zeit öfter mal die Frage gestellt, wann ist denn ein Shop jetzt groß oder wann gehört er eigentlich zu den größeren? Und ich versuche damit auch mal ein bisschen aufzuzeigen, kann man denn einen großen Shop mit WooCommerce machen oder nicht? Oder was gibt es da für Fallstricke, Hindernisse? Ja, gucken wir einfach mal. Zu mir, ach so. zu mir, ich bin Daniel Hüsken, ich arbeite bei der Impsight seit ungefähr 2012, bin halt Mitgründer und Organizer des Meetups Münster Osnabrück, arbeite mit WordPress seit ungefähr 2007, ich kann es nur noch schätzen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so Version 2.3 für die, meine ich, hätte ich mal rausgesucht. Besuche auch relativ viele, ja, oder die PHP-User Group in Münster, wo auch einige andere Shop-Systeme vertreten sind, massiv, so wie Shopware und Oxid. Und ja, nehme auch halt auch noch an anderen Veranstaltungen teil. Ich selber arbeite mit WooCommerce auch schon seit einiger Zeit. Bei uns im Unternehmen vor allen Dingen, habe selber da auch manchmal schon Korrekturen zum Core beigetragen, was durch GitHub, was WooCommerce ja nutzt, sehr einfach ist. Ja. Die Firma, für die ich arbeite, ist halt die Impsight, ist halt ein WordPress-WIP-Partner, WooCommerce Gold-Partner. Die Patenschaften kriegt man, soweit ich weiß, mittlerweile oder WooCommerce Gold eigentlich nur noch, wenn man auch aktiv zum Core beiträgt von WooCommerce. Das ist nicht mehr ganz so einfach, wie es früher vielleicht mal war. Wir arbeiten an Projekten von Impsight, wie zum Beispiel das PayPal Plus Plugin für WooCommerce, das haben wir erstellt für PayPal oder in Zusammenarbeit mit PayPal. Projekte sonst wie Parship, SAP und ja, andere namhafte große Gesellschaften. Ja, ich weiß, hoffe, das kann man ein bisschen erkennen auf der Folie. Einerseits will ich mal so ein bisschen zeigen, dass, wie verbreitet WooCommerce eigentlich ist. Ich kann mich noch an eine Session erinnern von einem unserer Gesellschafter von Impsight dieses Jahr in Soltau. Da sah auf der Statistik das noch ein bisschen anders aus. Da stand irgendwas von 42% WooCommerce-Anteil und nicht nur 21. Aber was sich da wohl geändert hat, ist, dass sie jetzt wohl die aktiven Shops tracken und nicht und die, ja, die inaktiven Seiten da irgendwie außen vor lassen. Wie sie das umgestellt haben, weiß ich nicht, aber die scheinen halt da ein bisschen akuter zu sein. Ich will damit nur herausstellen, eigentlich, dass WooCommerce immer noch so das verbreitete System ist. Das ist eine Statistik der Top 1 Million trafficstärksten Websites weltweit und kommt von, ich kann es jetzt selber gar nicht lesen, aber da gibt es eine große Agentur, die die Sachen raussucht. Ja, dazu ist noch zu sagen, wenn man bei WordPress.org mal schaut, mittlerweile sind halt über 4 Millionen aktive Installationen da von WooCommerce alleine. Wenn man sich das nun mal überlegt, das können kleinere Shops sein, das können wirklich große Shops sein. Das ist schon eine ziemliche Verbreitung. Ja, was unterscheidet denn jetzt WooCommerce von anderen Shop-Systemen? Ich habe halt durch Gespräche, die ich in letzter Zeit geführt habe, mit einem Hoster, mit einer anderen Firma, die mehrere Shop-Systeme auch ja, als Agentur betreut, sowohl entwicklungstechnisch als auch, ja, und die machen so ein Rundum-Paket. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, den ich durch die User Groups halt auch kenne, und den mal gefragt, was denn so an WooCommerce manchmal so ein bisschen stört. Ich meine, wir sagen, das Erste so ziemlich, was dabei kam, ist halt, dass WooCommerce ein Plugin ist. Die sehen WooCommerce nicht als richtiges Shop-System manchmal an, weil es ein Plugin für WooCommerce, für WordPress ist. Und ich sage da mittlerweile einfach nur zu, dass WooCommerce gerade so ab Version 3 so langsam immer mehr dahin tendiert, dass es fast genau das gleiche ist wie ein eigenständiges Shop-System, dass halt nur das CMS, das WordPress im Prinzip dazukommt und alle anderen Shop-Systeme bauen ihr CMS-System drumherum. Das nächste, was so ein bisschen kommt, ist, dass WooCommerce ja noch auf PHP 5.2 basiert.
Das wird oft irgendwie bei den Entwicklern wohl als Nachteil gesehen, weil es nicht der schönste, neueste PHP 7-Code ist. Und anscheinend taucht so manchmal der Gedanke auf, nur weil es PHP 5.2 ist, dass es halt dadurch auch langsamer ist oder sonst was. Aber das kann ich mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Also da habe ich jetzt leider auch keine Tests gemacht, dass es dadurch wirklich schneller wird, nur weil es PHP 7 ist. Ich meine, ich habe andere Vorträge schon gehört, dass selbst PHP mit WordPress mit Version 7 die Performance getestet hat. Und da ist es im Prinzip ja genauso. Anderer Punkt für WooCommerce ist an sich die Lizenzkosten, weil WooCommerce ja erstmal kostenlos ist. Bei anderen Shop-Systemen muss ich durch, ja, wie hieß das da, Multishop und wenn ich auf mehrere Server gehe, komme ich schnell in Lizenzkosten dran, dass ich nicht mehr nur eine Community Edition nutzen kann. Oder Magento mag jetzt auch alles nicht so hoch sein von den Lizenzkosten, aber bei WooCommerce bezahle ich meistens, wenn ich was haben will, ein Kauf-Plugin oder sonst was, aber das muss ich bei den anderen Systemen auch. Dann sehe ich als großen Vorteil für WooCommerce im Endeffekt, dass es einen sehr schlanken Core hat, also nicht alles da einfach nur wild reingepackt wird. Hab da auch mittlerweile schon hören dürfen von anderen Leuten, dass da manchmal eher gewünscht ist, dass das so viele Features schon drin hat. Aber man muss auch daran denken, dass man die Features alle pflegen muss und warten muss und mitschleifen muss. Und ja, gerade dieses Mitschleifen habe ich dann eben auch wahrnehmen können. Da werden manchmal Funktionen noch lange Zeit mitgeschleift, oder Funktionalitäten vielleicht, die dann eigentlich nicht mehr gebraucht werden und hätten schon längst raus können. Ja, dann habe ich mir als Punkt noch marketingtechnisch aufgeschrieben. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Das ist so ein bisschen das Thema Einkaufswelten. Wird jetzt nicht jedem was sagen, aber kann ich gleich nochmal erklären. Das hat damit zu tun, ich glaube, Shopware hat so ein bisschen verbreitet, dass die da was mit Einkaufswelten machen, aber das sage ich nachher noch. Wann sollte man ein richtiges Shop-System nehmen? Ja, richtiges extra in Anführungsstrichen. Ich muss dazu auch einfach sagen, natürlich muss man auch seine Anforderungen prüfen. Ob man jetzt WooCommerce nimmt oder ein anderes Shop-System, es kann durchaus mal den Vorteil geben, dass man dann auch ein anderes System wählt und nicht unbedingt WooCommerce nimmt. Aber das ist im WordPress-Bereich eben halt auch genauso. Ob ich jetzt WordPress einsetze oder ein anderes CMS, was vielleicht besser passt. Die Gründe sind jetzt recht unterschiedlich, kann ich im Moment auch nicht viel zu sagen. Ich meine, was ich natürlich auch sehe, dass alle Shop-Systeme im Prinzip die gleichen Probleme haben. Probleme mit Plugins. Ich meine, ich kenne selber zu Genüge, auch wenn sie von WooCommerce kommen. Ich will da jetzt nicht meckern oder sowas, aber wenn man gerade mit Shops zu tun hat, die Performance brauchen und ja, man hat da auch mit Fehlern in Plugins zu kämpfen. Aber das haben andere Shop-Systeme wie Magento oder ich meine, Shopify kenne ich jetzt nicht. Die haben da im Endeffekt die gleichen Probleme, dass man manchmal mit den Kauf-Plugins gar nicht von der Performance her so direkt arbeiten kann, sondern oft so Agenturen wie wir dann das Plugin quasi neu entwickeln müssen aus Performance-Gründen oder so abspecken, dass nur noch das drin ist, was gebraucht wird. Uns ist natürlich auch lieber, wir können es einfach anpassen und vielleicht dem Entwickler des Plugins dann den Code zur Verfügung stellen, wenn wir Verbesserungen machen. Das machen wir also auch durchaus ganz viel. Habe ich auch schon selber einige Male gemacht, wird auch immer gerne wieder angenommen. Ja. Dann natürlich mal so ein bisschen die Frage, bei uns im Meetup kam es halt auf, wann ist denn ein Shop wirklich groß? Ich meine, ich habe die Antwort drunter geschrieben, ich kann da keine richtige Antwort geben. Die Frage war halt, macht man das an der Anzahl der Artikeln fest? Ich höre immer wieder, ja, irgendwann wird die Artikelmenge doch so groß, dass WooCommerce damit nicht umgehen kann. Ich kenne jetzt bisher noch keinen Fall, ich sag mal, den letzten größeren Shop, den ich hatte, der hatte auch locker 30.000 Artikel. Das lief noch mit WooCommerce 2.6, da war die Performance allgemein noch ein bisschen schlechter von WooCommerce. Das funktioniert auch ohne Probleme. Und ich habe auch von Shops gehört, die deutlich mehr Artikel drin haben. Also Produkte, als diese 30.000 in dem Fall. Und ich sage immer so ein bisschen als Vergleich, noch basiert es ja auf den WordPress-Posts, wenn wir ein bisschen in die Entwicklung reingehen. Das ist für mich immer relativ ähnlich, auch wenn sonst könnte ich auch keine 30.000 Blogartikel darstellen oder würde dann Probleme kriegen.
Und die andere Frage, was man, da ist ein bisschen Hintergrund zum Wissen notwendig. So Bestellungen pro Tag sind halt dadurch, dass sie nicht gecached werden können, sehr datenbanklastig, gehen auch sehr auf die Performance und solche Geschichten. Da habe ich halt auch bisher keine Obergrenze gefunden, weil es da dann oft eben einfach von der Server-Performance abhängt und halt auch, dass ich da mit dem richtigen Hoster oder eben halt zusammenarbeite. Also wie gesagt, leider kann ich da keine vernünftige Antwort drauf geben, wann das genau passiert. Ich denke mittlerweile eigentlich, oder das Gespräch hatte ich eben noch, dass man eher mal gucken sollte, ein Shop wird für mich eher dann groß, wenn ich mir vielleicht doch mal für Performance-Optimierung und sonst was eine Agentur oder einen Hoster zur Hilfe nehmen muss, damit ich die Plugins ja, performant kriege. Das ist meistens nicht unbedingt WooCommerce selber. Da spielt auch meine nächste Frage dann ab. WooCommerce wirklich nur für kleine Shops? WooCommerce hat seit Version 3 die sogenannten Data Storages, geht auch leider ein bisschen in die Entwicklung, ist aber ein Unterbau, um gerade die Datenbankanbindung besser zu machen oder schneller zu machen in WooCommerce. Dadurch haben sich für uns auch als Firma eine Menge neue Möglichkeiten ergeben, dass sie da sind, weil ich denke, wenn es in größere Shops geht, hat man ganz oft damit zu tun, dass man nicht mehr alles aus dem WooCommerce rausmacht, dass man eine Warenwirtschaft hat, eine sogenannte Middleware oder sonst was, wo Daten in WooCommerce reinkommen. Und ja, genau. Also ein sonstiges System hat, wo viel drüber reinkommt. Also sei es Bestellungen werden exportiert oder Artikel werden halt importiert durch eine Warenwirtschaft. Dann, was natürlich bei größeren Shops, das Thema hatte ich dann mit Raidboxes, die sitzt ja auch hier. Die haben eine Webseite, Höhle der Löwen, da läuft ein WooCommerce-Shop und da haben die einen Traffic drauf von 60.000 gleichzeitigen Zugriffen, sagtest du, ne? Also, das muss man sich nur mal überlegen, gleichzeitigen Zugriffen und nicht. Und das mit dem WooCommerce Store, also kann ich auch nicht sagen, das wäre jetzt ein Grund dafür, kein WooCommerce zu nehmen. Ich muss mich halt vielleicht mal mit einem Hosting-Unternehmen zusammensetzen und gucken, was kriege ich denn mit meinem Shop hin, dass ich da so viele Zugriffe zeitgleich zulassen kann. Das Gleiche ist natürlich, sich vielleicht mal mit einer Agentur zusammensetzen, was ich eben erwähnte, und gucken, was können die für Optimierungen noch an meinen Plugins und sonst was in puncto Performance machen, wenn der Shop denn mal groß wird. Ja, den Import kann WooCommerce natürlich oft durch die REST-API, die drin ist, machen. Ich weiß nicht, wissen die meisten wahrscheinlich oder schon öfter mal gehört, aber im WooCommerce kann ich faktisch alles reinstellen, was ich im Backend einstellen kann, kann ich auch über die REST-API durch eine Anwendung oder sonst was da in WooCommerce rein pumpen oder pushen. Ja, ja, dann kommen wir nochmal zu den Einkaufswelten. Ich fand das sehr interessant, dass gerade Shopware das auch so ein bisschen promotet hat. Wo ich mir natürlich denke, diese Einkaufswelten, vielleicht zur Erklärung vorweg, ist halt so ein Marketingwerkzeug eigentlich oder ein SEO-Werkzeug. Das geht so ein bisschen darum, Produkte anzupreisen, dass man für eine Produkte eine Seite erstellt in WordPress, dieses einzelne Produkt oder vielleicht eine Produktkategorie, da nochmal eine Beschreibung zu macht, ein Bild zu macht, und vernünftig. Ja, nochmal bei dem Kunden so ein anderes Einkaufsfeeling dazu erzeugen, als einfach nur durch eine Produktkategorie durchzuscrollen und zu suchen, welches Produkt ich denn haben will, um das nochmal gesondert zu bewerben. Und dafür sind diese Einkaufswelten da. Und ich weiß von Shopware, weiß ich, die haben es dann irgendwann extra programmiert, damit die sowas überhaupt im Shop-System machen können. Und von einem anderen weiß ich, da hat diese Agentur, von der ich vorhin schon mal geredet habe, die haben extra sowas für Oxid gebaut. Und ich denke da nur, ja, WordPress, wie mache ich das da? Ich mache meinen Shortcode in den Artikel rein und fertig. Und jetzt gerade so ein bisschen mit Gutenberg ist es durch die Gutenberg-Blogs ja noch mal ein bisschen schöner geworden. Da gibt es extra von WooCommerce auch so einen Blog, den ich einfügen kann, um da meine Artikel auszuwählen und im Endeffekt. Ja, kann ich mir relativ schnell
da so eine Seite zusammenstellen. Ich meine, ich muss mir natürlich hier Hierarchien und wie ich es alle mache und SEO, da bin ich jetzt echt kein Experte drin. Aber das war so ein Augenmerk, wo ich halt merke, das können wir eigentlich schon immer mit WordPress. Da brauchten wir nichts drumherum bauen. Warum uns dann da immer, ja, was heißt verstecken? Verstecken tun wir uns ja nicht, aber ja. Ich habe auch mal so einen kleinen, wie das aussieht, mit Gutenberg vorbereitet. Ich hoffe, das läuft. Also nur, dass man sich mal so vorstellt, man macht halt seine Seite, gibt einen Titel ein, gibt meinetwegen noch einen Beschreibungstext ein. Und ja, bin ein bisschen langsam mit dem Tippen. Und kann, wählt dann im Prinzip den Produkteblock aus und kann dann seine Produkte, die man da drin haben möchte im Artikel, einfach durch Auswählen oder Selektieren oder Produktkategorie einfügen. Und hat dann eine Seite, um seine Produkte einfach nochmal ja, vernünftig anzupreisen. Ich meine, was da so ein bisschen auch noch zukommt, ist, dass ich natürlich auf der Seite auch direkt bestellen kann. Ich hatte heute Morgen noch mal kurz die Diskussion, man könnte es ja auch mit anderen Shop-Systemen die anbinden und reinholen. Aber da mache ich das dann wieder über Links und das ist dann halt nicht ganz so schön. Es geht. Aber ich meine, das, was ich hier habe, ich kann aus der Seite direkt mein Produkt in den Warenkorb tun und habe das dann drin. Ja, im Prinzip, so auf die Schnelle ist das eigentlich schon mein Vortrag gewesen. Ich würde mich natürlich auch noch über Fragen, Anregungen, sowas freuen. Ich kann natürlich das auch gerne live zeigen. Die Frage war, man versucht einen Shop mehrsprachig aufzuziehen und hat dafür jetzt keine Lösung gefunden. Ich meine, im Endeffekt ist im Moment ein bisschen bei uns da genau richtig, weil wir auch Mehrsprachigkeitslösungen machen. Wir machen, ich sage extra, wir machen es auf Multisite-Basis. Man kann es auch mit WPML machen und mit anderen Lösungen, aber wir machen es eben halt auf einer Multisite-Basis, weil wir da die beste Performance einfach auch sehen. Und auch nicht so viele Probleme mit Drittanbieter-Plugins und sonst was haben. Also wir setzen die dann ja, für jede Sprache im Prinzip eine eigenständige Site oder Blog auf. Und da tauchen dann mit WooCommerce, hatte einerseits in WooCommerce den Vorteil, dass man natürlich jeden Shop getrennt voneinander komplett einstellen kann. Also ich kann eine andere Währung nehmen, brauche dafür kein Plugin, ich kann sogar andere Preise nehmen. Theoretisch kann ich sogar Produkte weglassen oder so. Das Problem ist, ich weiß, es sind so Sachen wie Lagerbestände, die ich vielleicht synchronisieren muss. Wird demnächst von uns eine Lösung kommen dafür? Gerade da das Thema Data Storages, die nutzen wir dafür zum Beispiel, um da ich nenne es nicht Synchronisation, weil es nicht stimmt, eine Lösung zu finden, dass man da einen einheitlichen Lagerbestand hat. Und das andere Problem sind natürlich auch Bestellungen, die dann in jeder Zeit sind. Ja, das ist richtig. Also das Problem ist, dass es zwei Warenkörbe gibt auf den Seiten einzeln. Ich meine, bis auf einen Fehler im WooCommerce, den es damals gab, da wurde dann aus Versehen sogar mit rübergenommen wurde, aber nicht passend, weil die Produkte mit anderen IDs versehen waren. Da konnte man nämlich Probleme haben, aber das ist gefixt seit einigen Versionen. Ja, das ist ein Problem, da haben wir auch schon mal, wollten da schon mal was für machen, aber ich denke da manchmal auch, macht der Kunde das wirklich, da ständig hin und her zu switchen? Ich meine, das ist auch in dem Shop-Bereich, ich denke manchmal, ich habe auch schon mal eine Anforderung gekriegt, ich will unbedingt einen Wunschzettel-Plugin im Shop haben.
Ich denke immer, bist du so wie Amazon und musst das jetzt unbedingt haben und kauft der Kunde wirklich alles bei dir mit einem Wunschzettel und verlinkt den und was weiß ich nicht alles. Also man muss auch gerade in puncto Performance manchmal darauf achten, dass man da nicht zu viel reinkriegt. Vor allen Dingen Sachen, die wahrscheinlich sowieso nicht gebraucht werden. Also ja, aber wie mit dem Warenkorb, eine Lösung habe ich auch noch nicht, aber vielleicht kommt bei uns auch irgendwann mal was, dass wir den Warenkorb auch multisite-fähig machen. Aber dafür ist es halt wichtig, dass Produkte miteinander verknüpft sind. Das nächste Problem ist aber, was ist, wenn ein Produkt auf der einen Seite existiert, auf der anderen nicht? Man läuft da halt immer wieder in Sachen rein. Und wie gesagt, eingangs die Frage halt auch manchmal, macht der Kunde das wirklich, wenn er einmal auf der deutschen Seite ist? Ich denke, viele bleiben auch erstmal da und machen sich dann den Warenkorb voll, wenn die in den Produkten sind. Ja. Also die Frage ist, warum das nicht mit dem anderen Sprachplugin geht. Ich bestreite nicht, dass das nicht mit dem anderen Sprachplugin geht. Das mag sein. Ich habe die nicht. Ach so, einfach nur die Sprachen umswitchen, wie es wir PML machen. Doch, ist realistisch. Haben wir schon gehabt. Aber ja, wie gesagt, das Problem ist halt, was ich oft sehe, dass bei manchen Sprachplugins die Performance von WordPress mächtig leidet. Und dass gerade bei den vielen Plugins, die man hat, die müssen dann. Leider ist es immer so, das beste Beispiel oder das bekannteste ist nun mal WPML. Die müssen kompatibel damit sein, damit das dann wirklich sauber funktioniert. Dann kann man das natürlich machen. Wenn man alles damit kompatibel hat, will ich das nicht bestreiten. Dann kann man das auch gerne mit einem Sprachenplugin machen. Also wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt die Lösung von uns sein müssen. Da deswegen dann auch gerne andere. Ja. Die Frage ist gerade, wie es mit dem Produktimport aussieht und wie ich sicherstellen kann, dass der auch zum gewünschten Zeitpunkt stattfindet, weil der WordPress-Cron halt manchmal nicht so arbeitet. Ja, ich kenne meistens die Lösungen aus anderer Richtung. Also wenn ich eine Warenwirtschaft habe und ich habe da einen Partner, mit der das macht, der schreibt eventuell ein Tool für die Warenwirtschaft, damit das über die REST-API die Sachen in ein WordPress importiert. Dann habe ich das Problem mit dem Cron nicht. Wenn ich natürlich Produkte händisch importieren will, muss ich mir vielleicht entweder mache ich es über die Backend-Funktion von WordPress, von WooCommerce, da gibt es ja einen Produktimport. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt über einen Cron direkt steuern kann. Das muss man sowieso programmieren im Endeffekt. Und wenn ich mit dem WordPress-Cron arbeite und das im professionellen Umfeld, dann schalten wir den Cron im Prinzip ab und nutzen einen serverseitigen Cron. Also es gibt da so einen alternativen Cron, damit er dann auch wirklich zeitgesteuert vernünftig läuft. Thema sind hier sowas wie WPCLI zu nutzen, um den Cron zu triggern im Endeffekt. Und damit bin ich auch auf der Kommandozeile und habe dadurch alleine oft das Problem nicht mehr, dass ich irgendwelche Abbrüche oder sowas habe aufgrund von PHP-Zeitlimits oder sowas. Also die Frage ist, wann das Order Management über verschiedene Instanzen von der Multisite kommt. Ich weiß es nicht. Also ich wüsste es jetzt vom Core her nicht und wir haben es, glaube ich, im Moment auch noch nicht, dass wir da was machen. Ich weiß, dass das immer schon mal angedacht war, da irgendwas zu machen, aber das ist halt auch nicht ganz so einfach mal eben. Vielleicht in dem Zuge, dass man sowieso. Ich weiß nicht, das mit der Stock-Synchronisation ist so im Prinzip erst der Anfang, also den Lagerbestand. Das Konzept ist schon mal ein bisschen weiter gedacht. Vielleicht kommt in dem Zuge mal was, was noch ein bisschen Mehrsprachigkeit basiert. Ich meine, was ich zu Mehrsprachigkeit ja auch noch sagen kann, das Multilingual Press ist seit kurzem auch bei WooCommerce.com verfügbar und hat halt auch noch mehr Funktionen für WooCommerce selber gekriegt.
sonst da auch mal reingucken. Ich kenne die leider jetzt alle nicht im Umfang, ich muss mich damit noch ein bisschen beschäftigen wieder. Aber da geht es alleine schon wegen der Produktpflege, dass das ein bisschen einfacher ist, wenn ich das im Backend mache, dass ich da Felder miteinander verknüpfe, Artikelbilder übernehme und solche Geschichten. Das war ja früher nur beschränkt auf die, wie heißt es noch, auf das Featured Image, auf das, ja. Es gibt auch noch dieses Custom Fields Plugin. Ja. Einbauen. Also damit habe ich auch schon viel gearbeitet und bin sehr, sehr gut damit gefahren. Also ja. Kann ich nicht anders sagen, wenn man sagen wir mal noch Kundennummern, sagen wir mal, oder Kunden-Usernames und sowas noch hinzunehmen muss, was im ursprünglichen System nicht mit inbegriffen ist. Da kann man sehr vieles auch durch dieses ACF heißt das, glaube ich, Advanced Custom Fields. Ja, es gab jetzt gerade noch den Hinweis auf das Advanced Custom Fields Plugin, dass man dadurch noch Kundennummern und eigene Felder hinzufügen kann. Ist natürlich, muss man dann bei einer Multisite-Lösung auch in jeder Seite machen. Und wird dann auch durch so ein Plugin nicht übernommen, weil dann immer extra Anpassungen notwendig sind. Ich meine, ich bin... Das weiß ich, ich denke, die meisten kennen das auch. Das ist, Vielleicht so, um so das, also ich finde das mit WooCommerce wahnsinnig spannend und so, wenn es schon in WordPress-Meetups schwierig ist, weil so die Anforderungen von A zu B wahnsinnig springen, ist es, wenn ich so den Gesprächen zuhöre, beim Shop ist es quasi noch potenziert, weil der eine Kunde hat wirklich diese verrückte Anforderung, die aber total komplex ist und nur für ihn gilt, wobei der andere sagt, ja, mir reicht es, einmal in der Woche eine CSV-Datei mit Artikeln importieren, oder andere sagt, oh Gott, wenn du nicht alle 5 Minuten einen Dump von meiner Datenbank ziehst, dann geht mir das viel so. Und wie helft ihr dabei, den Kunden zu erklären, wenn die am Anfang denken, das ist alles Plug and Play, also das war Oh, die Frage war gerade, wie man durch die verschiedenen Anforderungen und von klein bis groß und wie man im Prinzip, und die man in den Meetups auch teilweise merkt und hier im Publikum merkt, wie man den Kunden erzieht, dass nicht alles Plug and Play ist bei WooCommerce oder auch bei WordPress. Gut, dass ich das nicht so oft machen muss. Falschen. Ich meine, ich... Peitsche. Ja, ich merke das selber auch bei uns im Meetup und so weiter. Ich sehe das ja selber bei den Shops. Die kleineren Shops, da sage ich auch immer, die machen sogar Rechnungen da drin und wollen den Versand und alles im Shop abwinkeln. Und irgendwann hat man eine Größe erreicht, da geht das Ganze eigentlich in den anderen Weg in die Warenwirtschaft rein oder in ein anderes System rein. Da wird das daraus alles gehandelt und dann brauche ich im WooCommerce gar nicht mehr so viel. Jetzt einen Kunden dahingehend zu beraten ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich glaube, da ist bei uns oft der Vorteil, dass die Kunden oft zu uns mit einer fertigen Lösung schon mal zu uns kommen und dann irgendwie Optimierungen brauchen, denen jetzt sagen zu müssen, das müsst ihr anders machen. Ich meine, wir machen dann gerne mal ein Audit und gucken mal über die Plugins und gucken mal, was klaut hier die Performance und können dann sagen, vielleicht kannst du das nochmal anders machen. Aber ich sag mal, normalerweise ist ein bisschen, wenn der Kunde das unbedingt so möchte, dann wird es auch nicht großartig anders gemacht. Also, ja. Wo ich ganz gute Erfahrungen manchmal gemacht habe, jetzt bei dieser Fragestellung, weil es halt mit dem Kunden drüber sprechen, so warum ausgehen. Was hast du im Fundament, was ist so der Mehrwert? Und das Feature hat das jetzt wirklich Auswirkungen auf deinen Umsatz, steigert das Conversion Rate? Genau. Genau, die Anmerkung war gerade noch mal einen Kunden dahin zu lenken oder auch mal gezielt zu fragen, wofür braucht er das, das Feature XY, muss er das wirklich haben? Das ist das, was ich ja vorhin auch schon mal meinte. Brauchst du dein Wunschlisten-Plugin jetzt wirklich? Denk vielleicht mal nach, gib noch so ein paar Denkanregungen.
Das ist genauso bei Payment, also bei Zahlungsanbietern. Muss man die jetzt wirklich alle haben? Reicht vielleicht auch wirklich ein PayPal, um erstmal deinen Shop ans Laufen zu bringen? Andere kann man vielleicht auch nochmal später dazu nehmen. Geht vielleicht auch eher in den agilen Ansatz manchmal. Vielleicht erstmal den Shop online bringen und damit arbeiten und dann zu gucken, was ist noch wirklich gefordert und was kann dann nochmal dazukommen. Fast gesagt, wie liege ich in der Zeit? Achso, da ist noch eine Frage. Produkte haben auch verschiedene Variationen, also die variieren, ja, sagen wir mal, bei Bekleidung. Also wir zum Beispiel haben Kunden mit Brautmoden. Und die Brautkleider, die variieren in Größen, in Farbgebungen. Ja. Ja, hier kam nochmal die Anmerkung, dass es verschiedene Variationen bei Produkten gibt, zum Beispiel bei Brautkleidern in verschiedenen Größen und Farbgebungen und so weiter. Dafür gibt es im Endeffekt im WooCommerce die ganz normalen Varianten. Und da gibt es schon mal Probleme auch beim Import, also beim Produkteimport, also wenn die verschiedene Varianten haben. Mhm. Okay. Und das ist dann auch teilweise nicht so ganz spannend. Okay, jetzt kam nochmal die Anmerkung, dass beim Import da gerade bei Varianten Probleme gibt, weil da wohl anscheinend einzelne Produkte in WooCommerce angelegt werden, anstatt ein Variantenprodukt. Kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht viel zu sagen, muss ich mir auch angucken. Ich weiß, dass ich den Import mal kurz getestet habe. Ich weiß, dass es über die REST-API funktioniert, weil wir es da schon gemacht haben. Aber wenn man das alles von Hand anlegt, wenn es da hunderte bis tausende von, ja, Produkten mit nochmal Dutzenden von Varianten gibt, das alles von Hand anzulegen, ja, da wird man ja in einem Jahrhundert nicht fertig, sag ich mal. Ja, das stimmt ja natürlich. Furchtbar. Dass man natürlich einen Import macht, um. Dann solche Probleme dann beim Import gibt, also das ist dann auch nicht schön. Dann ist man letztendlich doch gezwungen, alles von Hand zu programmieren, alles von Hand einzugeben. Ja, man müsste sich den, also es geht darum, dass es da beim Import anscheinend öfter Probleme gibt, aber man müsste sich den Import da mal genau angucken. Das ist halt, kann ich so jetzt aus dem Stegreif nichts zu sagen, dafür müsste ich mal die Importdateien sehen und müsste man mal drüber gucken, ob da irgendwas schief geht oder wirklich der Import was falsch macht. Ich meine, da. Excel-Dateien, Excel- oder CSV-Dateien. CSV, ja. Der ist das, aber das ist der Standard-Import, der in WooCommerce drin ist und nicht noch ein anderes Plugin, über das da importiert wird. Ja. Okay. Wie gesagt, müsste man sich im Detail angucken, kann ich so aus dem, ohne mir da in den Code reinzugucken und die Dateien anzugucken, nicht zu sagen. Sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Aber das ist, da ist noch eine Frage. Hier kam nochmal. Also, es ist angebracht, jede Variante eines Produktes auch als eigenständiges einzelnes Produkt anzusehen. Nein, ist es nicht. Also, es gab hier nochmal die Anmerkung, Produkte auch oder Varianten als eigenständige Produkte anzulegen. Aufgrund der SKU oder Sachen, die dazu gepflegt werden müssen, um die auch in anderen Systemen reinzukriegen oder sowas. Ich sagte deswegen gerade, nein, ist es nicht, weil ich bei jeder Variante auch eine eigene SKU hinterlegen kann.
Das kann WooCommerce. Ich kann bei jeder einzelnen Variante eigene SKUs, ich kann eigene Preise, ich kann da im Prinzip was, einen eigenen Lagerbestand, die meisten Sachen kann ich da hinterlegen. Was ich aber durchaus als sinnvoll ansehe, was ich in einem anderen Fall schon hatte, dass man natürlich Produkt, vielleicht nicht alle Varianten in ein Produkt reinmacht. Manchmal kann man auch besser sagen, ich mache 5 Produkte, weil die sich jetzt in einer, meinetwegen in der Farbe unterscheiden, aber doch ein bisschen anders sind, um nicht so ein riesen Dropdown-Menü zu haben an Varianten, die ich da auswählen muss. Das hat sich manchmal auch schon ein bisschen als sinnvoll herausgestellt. Nein, nochmal. Achso, ja, gut. Ich will nur wirklich da so dabei springen und sagen, also wenn ich sagen müsste, wo WooCommerce am meisten, also WooCommerce-Projekte am meisten hängen bleiben, dann sind es Kunden am Anfang, die ihre eigenen Produkte noch gar nicht so verstanden haben und wie man die, weil wenn du sagst, was sind Variationen, was ist wirklich, also was sind Artikeltypen, wofür brauche ich eine Stock-Keeping-Linie, so, also wofür brauche ich meine Identifier, wo wir dann versuchen, mach doch erstmal eine Tabelle mit uns und wir beraten dich dann, wir helfen dann. Nee, nee, mach das gleich in der Datenbank. Oh, nee, lass mal. das ist wirklich spannend. Ich spüre oft an diesen Stellen so Widerstand, wo ich sage, nee, da könnten wir jetzt echt viel Geld sparen, wenn wir darüber sprechen. Also, ja. Das, ich wüsste gerne, was das Prinzip dahinter ist, hast du bestimmt keine Antwort drauf, aber es ist... Ja. Nee, eine Antwort nicht, aber ja, das stimmt wohl. Also es geht darum, dass man mit dem Kunden sich erstmal eine Tabelle mit seinen Produkten und genau klar werden soll, was ist eine SKU, was kann man in WooCommerce im Prinzip abbilden und dass man das macht, bevor man anfängt, in WooCommerce die Produkte zu pflegen. Ich habe das auch schon bei Imports im Prinzip gesehen, dass ich da sehe, da sind dann Artikel drin, die dann plötzlich zerpflückt sind, so ähnlich wie das. Das hat aber nichts mit dem Import zu tun, das hatte schon mit der Anlage beim Kunden zu tun. Dass man eigentlich gedacht hätte, den Artikel hätte man zusammenfassen können, aber dann gibt es halt einen Artikel mit einer Variante. Finde ich dann auch manchmal nicht so schön, wenn man dann als Kunde nochmal eben auswählen muss, weil es nur eine Variante gibt. Weil, was ich dem Kunden natürlich auch versucht habe klarzumachen, ihr müsst eure Daten im Vorfeld auch mal pflegen oder vernünftig pflegen, da spielt auch eben ganz viel eine Rolle. Und ja, das mit zum Klarwerden, ja, natürlich, das ist es besser. Ja? Ja, vor allem denke ich, ist da eher noch wichtig, dass der Kunde klar macht, wie der Endkunde das sieht. Weil ich finde, dass von Kunden, die sagen, nur wir machen das jetzt mal unter dem Thema weiße Ware, er weiß gar nicht, was gemeint ist draußen. Aber das passt nicht in der Funktion. Also man muss sich da, glaube ich, sinnvolle Kategorien überlegen. Von daher kann man nicht so sagen, das ist eine Variante von oder so. Wenn der Kunde, also der Kunde wird natürlich ein rotes, blaues, grünes Kleid, was das gleiche Kleid ist, immer als Variante empfinden und als eigenständiges Kleid, weil man es auch so kennt. Das ist ich denke, nach diesem gelernten Verhalten sollte man da vorgehen, um dann irgendwelchen, das jetzt technisch am einfachsten lösbar ist. Ja. Also als Anmerkung nochmal, dass man sich mit dem Kunden da, ja, ob ich es jetzt nochmal genauso wiedergegeben kriege, aber im Endeffekt, ich kenne es als im Prinzip auch mal über einen Wortgebrauch einig wird, wie man manche Sachen bezeichnet. Deswegen mache ich zum Beispiel manchmal ganz gerne, dass ich eigentlich in WooCommerce Produkte und nicht von Artikeln rede, weil dann weiß jeder, dass das Produkt gemeint ist und nicht der Artikel. Und genauso ist das bei Kleidern. Dann, wenn man da von einer Variante redet, kann sein, dass der Kunde was anderes meint, wie eigentlich der es nachher einpflegen muss. Und ja. Ich habe nochmal eine Frage zum Thema Einkaufswelten. Ich komme ja aus der SEO-Welt und deswegen ist Einkaufswelten für mich extrem wichtig. Kann man eine Kategorie über die Einkaufswelten erstellen mit einer Liste von Produkten auf Basis einer Variante? Weil so wie ich das gesehen habe, hast du da einfach eine die Produkte hinzugefügt. Ja. Ja, also die Frage war, ob man bei den Einkaufswelten oder bei dem Gutenberg-Blog im Endeffekt auch eine einzelne Variante im Prinzip auswählen kann oder eine Variantenkategorie, will ich es mal nennen, so weiße Kleider. Ich meine nicht, dass es geht, ich habe es nicht gesehen.
ich kann zwar Produkte auswählen, aber bisher nicht auf eine bestimmte Variante abgezielt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich habe da aber auch schon dran gedacht, als ich das gesehen hatte mit dem Blog, weil ja, müsste ich mal reingucken. Also ich fände es auch besser, wenn man auch eine gezielte Variante auswählen kann, weil das manchmal eben halt interessant ist, weil ich dann eben, ob ich die Variantenkategorie in dem Sinne kenne ich nicht in WooCommerce, die gibt es nicht, deswegen wird das schwer. Also dass ich jetzt sagen kann, ich habe von 10 Produkten das Ding in Weiß als Variante da liegen, ich möchte das jetzt irgendwie dargestellt haben. Wahrscheinlich wird man das, ich überlege gerade, ja, wenn man es vernünftig organisiert in WooCommerce über eine globale Taxonomie, fangen wir mit Fachbegriffen an, also die globalen Attribute, könnte man das dann auch wieder programmiertechnisch hinkriegen. Aber da, ja, vielleicht muss man die Blöcke nun mal dementsprechend erweitern von WooCommerce. Ich meine, die sind sowieso, glaube ich, relativ offen, was da Erweiterungen, Änderungen angeht, weil das eben durchgeht, relativ schnell geht, wenn dann jemand anders das entwickelt. da hinten noch mal eben kurz. Das war also nochmal ein Kommentar dazu, wie das bei anderen Systemen mit den Einkaufswelten aussieht. Und dass man im WordPress relativ lapidar sagt, mach hier einfach eine Seite und füge es ein und kann aber auch relativ leicht durch eventuell sogar ein paar Zeilen Code mal dahin kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Ja, und damit ist die Session dann auch beendet, wie ich gerade gesehen habe. Fragen dürft ihr gerne auch draußen noch an mich stellen. Noch einen ganzen Tag hier, zumindest bis heute Abend. Dann darf ich mich erstmal bedanken.